Also das Wanderbahnprojekt ist ein Projekt der Bayerischen Bahnhofsmission. Initiiert wurde dieses Projekt von zwei Künstlerinnen aus München, Christiane Huber und Sanne Kurz. Sie haben die Idee zu diesem Projekt gehabt und sind auch mit der Bank durch Bayern getourt. Also sie waren beispielsweise in München, in Passau, in Schweinfurt, in Augsburg und haben da Geschichten gesammelt auf der Wanderbank. Würzburg hat das Projekt so gut gefallen, dass Würzburg gerne einen Ableger von diesem Projekt hätte. Und da bin ich jetzt die Projektleitung für diesen Ableger. Ich habe die Bank in Würzburg an verschiedensten Stellen aufgebaut, am Bahnhof, in der Stadt, am Marktplatz und war gesprächsbereit auf dieser Bank gesessen und zu mir haben sich Leute gesetzt und haben automatisch mit mir ein Gespräch angefangen. Ich habe die verschiedensten Geschichten gehört, Geschichten von Asylbewerbern, Geschichten von Besuchern aus der Bahnhofsmission, aber auch Geschichten von älteren Menschen, die einkaufen gegangen sind in Würzburg und mir Verschiedenes berichtet haben. Das Schöne am Wanderbahnprojekt für mich ist, dass es ein Ort der Begegnung ist. Also neben mir sitzt eine Punkerin, die mir ihre Geschichte erzählt und auf der anderen Seite sitzt eine Oma, die einkaufen ist und automatisch kommen die Punkerin und die Oma ins Gespräch und können einfach eintauchen in die Lebenswelt des anderen. Und das ist es, was mich an diesem Projekt auch so fasziniert, dass es Begegnung schafft zwischen Menschen, die sich sonst nicht begegnen würden. Was ich immer dabei habe, wenn ich auf der Wanderbank sitze, ist dieses Buch, in dem notiere ich, was die Menschen mir berichten, was sie mir erzählen und habe die Geschichten dann auch gesammelt und aufgeschrieben, sodass man sie jetzt hier in der Ausstellung sehen kann. Besonders spannend war eine Situation, da hat mir ein Mann erzählt von seiner Theorie und hat mir direkt in das Buch seine Theorie aufgemalt, während er sie mir erklärt hat. Also eine Geschichte aus meinem Leben, und zwar ich hatte eine Freundin, die ist schwer an Magenkrebs erkrankt. Und ich habe sie ein halbes Jahr lang intensiv begleitet, auch in der Palliativ. Und sie schenkte mir, bevor sie in die Palliativ kam, ein Rosmarinsträußchen. Ich habe es eingepflanzt und es gedieh und wuchs. Und diese Freundin hat mich an das Sträußchen erinnert, weil sie war sehr tapfer. Ich hatte früher immer so Krankheitsängste und seitdem sind die ganzen Ängste weg. Bei mir wurde im Mai 2012 ein Gehirntumor diagnostiziert, ein niedrig malignes Gliom. Das ist noch klein und ich habe aber trotzdem keine Angst. Wir sind alle mal dran mit Sterben, die einen früher, die anderen später und es gehört halt zum Leben dazu. Ich bin in Fulda groß geworden, habe da Abitur gemacht und dann wusste ich überhaupt nicht, was ich werden wollte. Und meine Mutter sagte, ja, du liest gerne, du sprichst gerne Sprachen, also du bist gut in Sprachen, studier doch Sprachen. Also habe ich ein Lehramtsstudium angefangen hier in Würzburg, wollte überhaupt nicht Lehrerin werden, absolut gar nicht, aber das war eine richtige Verlegenheitslösung. Als ich dann so 22 war, war ich bei einem Amerikanistikprofessor in einem Seminar über Existenzialismus und dann war ein Stipendium übrig, das hatte jemand anders beantragt, aber nicht angetreten und dann habe ich das bekommen und dann bin ich nach Amerika, nach Oneonta, da durfte ich dann einen Master machen, ja, und dann bin ich zurück und habe noch Lehramt fertig gemacht, aber bin durch Französisch durchgerasselt, also ich war sehr lange an der Uni. Ich bin auch psychisch erkrankt in Amerika. Ich bin also praktisch depressiv geworden, psychotisch und weil wegen dem Stress. Gell? Ich hatte da wenig Zeit zu reisen oder was anderes zu machen, außer zu lernen. Dann meinte eben das Arbeitsamt, ich sei ungelernt, weil mein amerikanischer Abschluss hier nicht anerkannt wurde in Deutschland vom Kultusministerium. Und dann haben sie mir eine Umschulung bezahlt. Fremdsprachenkorrespondentin habe ich gemacht in Heidelberg, im Berufsförderungswerk. Dann habe ich noch bei der Army gearbeitet.
Und dann noch einmal ein Eurojob, Englisch und Deutsch war brauchbar unterrichtet. Ja, und dann kam die Rente wegen Burnout, Depression und so weiter und so fort. Im Augenblick mache ich einen kleinen Job in der Schmückerkiste von der Wärmestube. Ich habe sechs oder sieben Kollegen, Kolleginnen, die haben alle selbe Problem, also entweder auch Rente wegen Psyche oder Arbeitslosigkeit. Und da kann man eben was Sinnvolles tun, was Nützliches, man kann was dazu verdienen und man lernt Menschen kennen. Also das ist jetzt mal ein Beruf, der mir Spaß macht, gell? Also das ist einfach, das hätte ich vielleicht gleich lernen sollen, Buchhändlerin. Weil ich kann die Leute gut beraten, weil ich viel gelesen habe. Ich engagiere mich, ich komme mit Leuten ins Gespräch. Man trifft einfach viele Leute, die erzählen mir viel von sich, ich erzähle viel von mir. Bücher verkaufen ist natürlich wichtig, aber nicht in allererster Linie, soll auch eine Begegnungsstätte sein. Wir bekommen ein bisschen Geld dafür und es ist einfach eine gute Sache. Ich bin schon seit einem Jahr dabei und die Schmückerkiste selber gibt es schon seit ungefähr 2 Jahren. Ja. Ich bin durch meinen Freund, ich habe also einen Freund seit 3 Jahren und er ist Russe. Ich lebe bei ihm meistens, obwohl ich eine eigene Wohnung habe und der hat mich in die Spielhalle gelockt. Und seitdem habe ich ein gewisses Spielsuchtsproblem. Das Spielen ist aufregend, gell? Es ist so eine Art Kick, so eine Art Aufregung im Leben, die so im normalen Alltag nicht da ist. Ja. Ich war 19 Jahre mit einem hochintellektuellen Mann zusammen und jetzt habe ich eine neue Partnerschaft seit 3 Jahren mit einem Russen und wir sind auch irgendwie ein gutes Team. Wir haben manchmal wenig Geld wegen der Spielgeschichte und dann gehen wir zusammen Flaschen sammeln und davon einkaufen. Durch das Finanzielle ist das Ganze ein bisschen auch belastet manchmal und auch manchmal traurig, gell? Also ich habe auch mal gesagt, ich habe noch nie so viel geweint wie in den letzten beiden Jahren, gell? Aber Gott, ich meine, das Leben ist nicht immer leicht und ich nehme es, wie es kommt, ja. Genau. Der schönste Moment oder das schönste Jahr war das Jahr in Amerika. Es war das härteste Jahr, das schwierigste Jahr, aber auch das schönste. Es war also nicht immer leicht, weil ich musste ein halbes Jahr auf das Auslands-BAföG warten. Ich stand teilweise komplett ohne Geld da, in einem völlig fremden Land. Ich habe da ganz leicht Anschluss an Menschen gefunden, ganz anders als hier. Es ist wichtig, im Leben den eigenen inneren Impulsen, den guten Impulsen der inneren Stimme zu lauschen, darauf zu hören. Wir sollen auch uns selbst vergeben können, wenn wir was falsch machen. Gell? Viele Menschen hadern mit eigenen Fehlern. Wir sollen uns bemühen, auf unser Bauchgefühl zu hören, gute Menschen zu sein, die Welt schöner zu machen. Aber wir sind nur Menschen. Also ich zum Beispiel bin auch ganz schnell bereit, anderen zu vergeben, weil ich selber weiß, ich bin auch nicht perfekt, ich mache auch viel falsch. Wenn ich zum Beispiel in der Spielhalle viel Geld verspielt habe, dann kann ich mir das durchaus, natürlich ärgert mich das, aber ich kann mir das durchaus vergeben. Oder wenn ich anderen was Schlechtes getan habe, dann hadere ich eine Weile damit, dann sage ich mir aber, okay, ist jetzt gelaufen, dann kannst du eh nicht mehr rückgängig machen, ist egal. Also ich bin selber Künstlerin, ich bin Schriftstellerin, allerdings nur ein paar Sachen im Internet sind veröffentlicht. Ich habe keinen finanziellen Erfolg damit bisher erzielt. Also ich bin bei Poetry Slams aufgetreten, habe auch im Wunschlos glücklich gelesen, im Café in der Bonbacher Gasse. Und ich habe schon ein gutes Feedback, aber eben keinen wirtschaftlichen Erfolg damit. Die Bahnhofsmission ist für mich eine sehr gute Anlaufstelle, wenn es mir zum Beispiel schlecht geht. Mitten in der Nacht kann ich kommen, wenn keiner von meinen Freunden da ist zum Sprechen und ich bin irgendwie traurig, wütend, kann ich mitten in der Nacht um 3 Uhr meinetwegen kommen. Ist immer jemand da, der mir zuhört, der mir ein offenes Ohr leiht. Ich kann auch gelegentlich was zu essen bekommen. Ich will die Menschen, die in der gleichen Situation sind wie ich, ermutigen, durchzuhalten, sich zu sagen, ich bin wer. Ich habe eine Biografie, ich habe ein Leben, ich habe Lebenserfahrung. Okay, ich bin arm, ich habe vielleicht nicht die tollsten, neuesten Sachen an. Ich sehe vielleicht auch mal schlecht gekleidet aus, aber ich bin wer. Auch wenn ich jetzt finanziell gesehen, Entschuldigung, in der Scheiße sitze. Gell?
zum Beispiel eine Freundin von mir, die hadert oft mit sich, die hat auch Hartz IV, die hadert und hadert. Ich sage immer, sei stolz auf dich, du hast ein Kind großgezogen. Ich meine nur, die Leute, die da hinkommen, haben was geleistet und sind rausgefallen aus irgendwelchen Gründen. Es kann jeden treffen. Wir müssen mit wenig Geld zurechtkommen. Wir haben Respekt verdient statt Verachtung, weil die allermeisten Leute, die Arbeit und Geld haben, haben keine Ahnung, wie schwer das ist, mit wenig Geld auszukommen und dabei noch einigermaßen einen anständigen Eindruck zu machen. Wir haben keine Verachtung, sondern Respekt verdient, weil wir mit schwierigen, unter schwierigen Lebensbedingungen leben müssen, die die allermeisten überhaupt nicht packen würden. Viele Leute, wenn die in die Situation kämen, was weiß ich, was die machen würden.